Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Uncharted 3. Wir machen jetzt hier weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir müssen uns jetzt hier schnell beeilen und von hier verschwinden, denn die Polizei sucht nach uns wegen zwei Schüssen. So, ganz schnell hier rüberklettern. Hep. Uah. So, hier sind die anderen. Warte, ich mach Los. schon. Wir müssen das hier schieben. Jetzt streng dich mal an. Wir haben nicht die ganze Nacht. Ja. Zack. Danke für die Hilfe. Kommt schon, ihr faulen Säcke. So, kommt Okay, mit. die Luft ist wohl rein. Pass besser auf deinen Kopf, auf der ist. Guten Abend, Jungs. Alles klar, Schätzchen? Na, ihr zwei habt ja richtig Spaß gehabt, hä? Ja, war richtig schön, Chloe. Lief wie am Schnürchen. Und du, hast dir die Sprache verschlagen? Oh ja, Charlie hatte ein bisschen viel Spaß für meinen Geschmack. Gott. Mir brummt immer noch der Schädel. Ich bitte dich. Was soll da brummen? Da ist doch nichts drin. Oh, da habe ich wohl was verpasst. Ja, hast du wirklich. Es war sehr, sehr aufschlussreich. Ah, witzig. Gab's Probleme? Ach, easy peasy. Und sie haben dich nicht bemerkt? Auf keinen Fall. Und hinter welcher Tür steckt Scary Poppins? Hinter der da drüben. Der grünen. Sie fuhren da hinein und seitdem ist es dunkel. Sind Sie noch da drin? Tja, ich hatte es ständig im Blick. Und niemand kam rein oder raus. Hm. Meinst du wirklich, wir brauchen die? Ich meine, die erwarten uns ja nicht. Unterschätzt die Typen nicht, die machen keinen Spaß. Ja, wir schleichen uns rein und wieder raus. Einfach so. Ja, das klingt gut. Und bei Gefahr? Erst schießen und dann werden Fragen gestellt, okay? Okay, verstehe. Ich dachte nur darüber nach, diese Tasche zu nehmen und einfach abzuhauen. Ja, du kannst mich nicht täuschen, Mann. Ey, glaub mir, das ist nichts gegen das, was noch kommt. Naja, in meinem Alter, da habe ich lieber den Spatz in der Hand. Hab ich's nicht gesagt? Na, komm schon. Nee, ich hoffe einfach mal, dass du recht hast. Ja, und dich erst. Scheint alles ruhig. Vielleicht sind sie auch nicht mehr drin. Meint ihr, die sind noch drin? Vielleicht gibt es ja einen Hinterausgang. Na, wir können wohl kaum einfach reingehen und nachsehen. Naja, wir sollten wirklich keine Zeit verlieren. Ich gehe rein und sehe es mir an. Ihr drei bleibt hier. Okay. Alles klar, los geht's. Okay, das hier ist zu. Da müssen wir klettern. Wir müssen schauen, dass wir oben irgendwo reinkommen. Ja, da oben ist es auch schon offen an einer Stelle. Da können wir perfekt. Oh, Hilfe! Alles klar da oben? Ja, tut mir echt leid. So, und hier denke ich, müssen wir jetzt irgendwie rein. Oder? Nein, wir müssen hier oben noch weiter klettern. Hier rüber. Dann dort rüber. Ich dachte zuerst, wir müssen uns dort irgendwie so reinquetschen, wo das so leicht offen aussieht. Aber anscheinend nicht. Gut, dann sehen wir mal hier weiter. Hier einmal schwingen. Oh, oh, das ganze Ding fischt runter. Aber ja, das war bestimmt auffällig. Ach, Mist. Gut, wir sind jetzt drin. Moment mal, wo ist es? Wir sind jetzt im Gebäude. So viel ist schon mal sicher. Moment, wir müssen jetzt aber irgendwie erstmal noch hier runterkommen, sicher. Ich denke mal hier fallen lassen und festhalten. So, perfekt. Ja, halt. Halt, 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 halt. Dort so durch. Ach nein, dann sind wir ja wieder draußen, oder nicht? Nein. Sind wir nicht. Gut. Moment, warum ist es hier drin so leer? Hier ist halt wirklich überhaupt keiner gerade. Ob hier überhaupt jemand ist. Wo sind sie bloß hin? Das ergibt keinen Sinn. Ich glaube irgendwie nicht. Oder vielleicht gibt es einen geheimen Keller oder sowas? Ja, bin da.
Hält hier jemand ein Auto? Ich sehe nämlich keins. Das gibt's doch nicht. Verdammt! Ist das auch die richtige? Ja, das grüne Tor, ganz sicher. Nate, wir vergeuden hier Zeit. Diese verdammte Tasche gefällt mir immer besser. Kommt schon, die sind nicht einfach verschwunden, okay? Es muss eine Erklärung geben. Schauen wir uns doch mal hier um. Hm. Sie waren hier. Ich riech doch noch die Abgase. Hier haben wir was. Reifenspuren. Die gehen hierher. An die Wand. Hey, hierher. Seht mal. Ja, zeig mal her. Halt, Moment mal, ich sehe ja was. Hier sind 4 Steine. Da muss sich jemand draufstellen. Hier. 4 Steine, dann öffnet sich das. Und wir sind auch zu viert. Von daher sollte sich das dann so öffnen. Reifenspuren. Immer noch nass vom Regen. Hier hat das Auto gewendet. Los, kommt mal mit hier rauf. Hey, seht mal. Ja, hier auf die Steine. Müssten wir uns alle mal draufstellen. Los, stellt euch mal mit da drauf. Ein Mechanismus. Ja, vielleicht. 4 Reifen, 4 Kontakte. Sully, du stehst da. Ihr zwei, nach da und da. Alles klar, bei 3, okay? 1, 2, 3. Und? Das muss es jetzt aber sein. Ah, Moment. Da haben wir doch jetzt was. Ist das Licht? Sully, richte den Strahl auf die Wand. Wie Scheinwerfer. Verbrat mir doch einen Storch. Nate, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Wir folgen dem Auto. Du gehst zum Van. Wir bleiben in Funkkontakt. Ich gebe Bescheid, wenn wir auf der anderen Seite sind. Ja, wo immer das sein mag. Sei auf alles gefasst. Muss vielleicht schnell gehen. Aber sicher. Das ist die beste Fahrerin im Business. Ja, so sagt man. Das kommt uns wohl allen mehr als merkwürdig vor. Wer bitte fällt mit dem Auto unter die Erde? Mal überlegen. Vielleicht jemand, der nicht will, dass man ihm folgt. Nur ein Tipp. Klugscheißer. Wir haben wohl direkt in die alten Versorgungstunnel gebohrt. Mal sehen, wo uns dieser Weg hinführt. Hey, hier drüben. Moment, was haben wir denn hier drin? Los. Los, folgt mir. Da sollten wir uns durchquetschen können. Glaube ich. Nach Ihnen, Mademoiselle. Oh, das gibt's doch nicht. Was? Hey Mann, hab ich einen Rock an oder was? Ach. Mach einfach hin, Kumpel. Alles klar da hinten? Ja, ja, ja. Ich bin nur nicht so gern in engen Räumen, weißt du? Na, beweg dich einfach. Oh, was für ein Glück. Danke, Frau Oberin. Wie dumm kann man denn bloß sein? Oh, oh. Ich sehe sie! Na super. Wir haben die uns jetzt entdeckt hier. Oh ja, sehr schön, Mann. Danke. Alles klar, weiter geht's. Oh. Deckung. Oben ist noch einer. Wir bleiben erstmal noch bei der schallgedämpften Pistole. Okay. Aber wir werden Tunnel ist unter uns. Zumindest dann gleich wechseln. Los Jungs, folgt mir. Oh, das ist ganz schön tief.
So, ich spring erstmal hier rüber. Jetzt hier rüber. Nach unten erstmal ein Stück. Ja, das klappt nicht so ganz. Moment. Hier rüber. Dann hier lang. Hier einmal fallen lassen. Und hier nach unten. Na, schafft ihr das auch? Ja, ihr schafft das auch. Gut. Na los, zeigt euch. Ja, wir warten. Na, wann kommen die Feinde? Jetzt. Feuer. Ja, das waren nicht die besten Schüsse. Das waren wirklich nicht die besten. Mit einer Leiter. Ja, die scheint aber zu klemmen. So. Einmal hier schön hoch. Sie kommt. Gut gemacht. Perfekt. Da oben ist sowas wie ein Tor. Ja, und dieses Tor müssen wir, denke ich mal, erreichen. Wir klettern hier oben entlang. Na los. Wir machen mal hier entlang. Halt, da unten ist ein Schatz. Den holen wir uns mal. Komm her, mein Kleiner. So, kann ich hier irgendwie rüberspringen? Nein, dort wo die Lüftungsschächte sind, kann man nicht rüberspringen. Dann glaube ich, kommen wir an der Seite hier nicht nach oben. Wenn ich so drüber nachdenke. Ich glaube, wir müssen irgendwie die Leiter dort runter bekommen. Moment, was ist das denn dort für ein Kasten? Moment. Ich habe schon eine ungefähre Vermutung, wo ich lang muss. Ja, ich glaube, ich weiß es. Hier hoch. Dann geht man hier oben so nach rechts. Nach unten dann. Ja, perfekt. Ja, das klappt so. Was ist mit dir, Kater? Hilf mir mal. Klar, hab ich. Gehen wir hier rüber. Komm her, mein lieber Schalter. Ah, Moment, wir müssen erst noch warten. Sally, ja, komm auch mit hoch. Und jetzt gehe ich an den Schalter ran. Komm. Los. Geh runter. Perfekt. Hat gut funktioniert. Ist der Tunnel wieder. Es geht zu tief runter, da brechen wir uns die Knochen. Haben wir mehrere Wege? Mist, eine Sackgasse. Nein, nur den hier. Wo gehen wir jetzt schon wieder hin? Ach, Sally, ich weiß auch nicht, wo wir gerade hingehen. Charlie, wer zum Teufel sind diese Leute? Weiß nicht, Mann, aber wer auch immer die sind nicht ganz dicht. Folgt mir einfach. Diese Schmiedearbeit. Viktorianisch oder vielleicht älter. Das Zeug rostet seit einem Jahrhundert. Vielleicht können wir hier durch. Das kriegen wir nicht vom Fleck. Sicher nicht. Wartet. Da oben ist ein Gegengewicht. Ist wohl verkeilt. Einer sollte hochklettern und es irgendwie lösen. Gute Idee. Wer wohl? Mist. Ja, das war irgendwie klar, dass wir da hochklettern müssen. Alles klar, Nathan. Dann wollen wir mal. Wenn es sonst niemand anders machen möchte. Okay, fast geschafft. Hier ist das Gegengewicht. Jawohl.
Das sollte klappen. Geschafft. Hast du's? Ja. Lass dir Zeit. Okay. Wo sind wir denn hier gelandet? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, und ein sehr guter Sturz. Aua. Das war so nicht geplant. Das müsst ihr mir glauben. Ich muss hier irgendwie nach drüben. Oh, schon. Na super. Jetzt kommen auch noch Feinde. Ich glaube, ich muss da drüber springen. Oh. Und ich feuere jetzt einfach von hier oben aus auf die. Gut gezielt. Vielen Dank für die Hilfe. Ja, ich helfe doch gerne. Ja, nur weiß ich gerade noch nicht, wie ich hier runterkomme. Ich mache jetzt erstmal hier weiter nach vorne. Oh, hey, und dort hinten. Das Marlos Auto. Okay. Ab hier keine Waffen mehr. Kommen bestimmt noch mehr. Oh. Weiter geht's. Hier rüber. So ist es gut. Und nochmal weiter. Und hier geht es dann nach unten. Und da drüben ist unser Zielauto. Alles klar, hier kommen wir aber jetzt erstmal nach unten wenigstens. Hände hoch! Oh Mann, wir sind wohl irgendwo falsch abgebogen. Ja, ist das King's Cross? Stehen bleiben! Hey, du verstehst das falsch. Gute Nacht! Oh, toll gemacht! Guter Junge! Ja, ich mach's doch immer toll, oder nicht? Los, wir gehen zum Auto. Verdammt, wo sind wir denn hier gelandet? Sowas habe ich noch nie gesehen. Eine Art Bahnhof oder sowas. Ja, das Ding ist bestimmt 200 Jahre alt. Mann, immer wenn man glaubt, seltsamer wird's nicht. Das Auto ist auf jeden Fall leer. Die Personen müssen hier entlang gegangen sein. Gemacht, Jungs. Na los, die sind sicher hier durch. Und es wird seltsamer. Wow, dieses Mauerwerk. Wahrscheinlich Tudor. 16. Jahrhundert. Nein, nicht durch diese Tür. Sie sind bestimmt noch drin. Hast recht. Nach oben. Leise, Nate. Nein. Im Ernst. Wer sind diese Leute? Ihre Entschuldigungen interessieren mich nicht. Er war ein Risiko und Sie wussten das. Ja, es ist bedauerlich. Nicht bedauerlich. Schlampig. Ihr Fehlurteil hätte uns alles kosten können. 400 Jahre der Suche. Endlich. Drakes Geheimnis wird enthüllt. Was soll das? Das verstehe ich nicht. Eine Fälschung. Was? Unmöglich. Ich habe ihn selbst geprüft. Das ist nicht der Ring. Ach was. Ich hatte ihn in der Hand. Er hat ihn sich um den Hals gelegt. Das ergibt keinen Sinn.
Wir wurden getäuscht. Cutter. Aha. Auf die Posten, Männer, und Augen auf. Vielleicht ist man uns gefolgt. Ihr kommt mit uns. Findet sie und bringt mir den Ring. Wie ihr das macht, ist mir egal. So, gute Nacht. Schlaf schön. Die wissen jetzt auf jeden Fall, dass der Ring eine Fälschung war. Na, die haben aber ordentlich was am Laufen hier. Seht euch den ganzen Kram an. Hey, komm schon. Wir haben keine Zeit für sowas. Ja. Ja. Was soll das? Mein Gott, weißt du, was das ist? Ist ein Buch. Da sind noch mehr. Das ist eine Bibliothek. Nicht irgendein Buch, Klugscheißer. Gehörte T.E. Lawrence. Lawrence von Arabien? Ja, ich weiß, wer das ist. Verschickt aus Dorset, genau an dem Tag seines Motorradunfalls. 13. Mai 1935. Sie haben ihn getötet, als sie es hatten. Sie? Ja, sie. Sie? Die, wer immer diese Leute sind. Ach komm, was für ein Unsinn. Das war ein Unfall. Ein schwarzes Auto soll ihn abgedrängt haben. Leute. Oh, dann war das also eine Verschwörung. Vielleicht. Nate. Was? Das Ding, darauf hast du 20 Jahre gewartet. Klar. Dann los. L. O. H. D. N. Was denn? Das heißt Long Hidden. Was? Wirklich? Long Hidden? Soll das ein Witz sein? Sei mir nicht böse, Mann, aber dein Vorfahr war ein verdammtes Arschloch. Oh, halt die Klappe. Es ist ein Anagramm. Golden Hind. Die Golden Hind. Drakes Schiff. Ja. Ein Hinweis. Irgendwas ist versteckt in diesem Raum. Verteilen wir uns. Wir müssen es finden. Wonach suchen wir überhaupt? Die Golden Hind. Das könnte ein Modell oder ein Gemälde sein. Warum glaubst du, dass sie hier ist? Sie muss hier sein. Na, sie könnte natürlich auch in der Buckland Abbey sein. Was? Buckland Abbey, ein Ort, an dem du noch nie warst. Weiter. Da ist ein Stuhl, der aus dem Holz eines Schiffs gemacht ist. Vielleicht ist sie da drin. Ja, sie könnte eigentlich, aber... Nein. Nein, sie muss hier sein. Wir schauen mal kurz in unser Heftchen. Okay, wir suchen diesen Kopf dort. Das ist der Wahnsinn. Wie es aussieht. Hier muss ein Vermögen wert sein. Nate, wir können hier nicht rumspazieren. Sie sind gleich zurück. Ja genau, Kumpel, mach hin. Ja, ich schaue ja schon. Ja, wir suchen auf jeden Fall, wie es aussieht, diesen Rehkopf dort. Wo haben wir das denn hier? Das muss hier irgendwo an der Wand sein eigentlich. Wie die anderen hier, die hier so dranhängen. Wie der Elefant und so weiter. Gibt es noch eine zweite Etage? Ich glaube doch ja. Von daher gehen wir da gleich mal hoch. Gucken wir uns mal kurz hier unten um. Moment.
Na, wo haben wir es? Wir müssen uns beeilen, bevor die Bösen wiederkommen. Hier geht's nach oben. Gut, alles klar. Da! Da ist es! Wir müssen dort rüberspringen. So, wie machen wir das jetzt dort? Das wäre mein Ziel. Komm, komm her. Oh shit, das ist eine Falle. Sie sind hier in Deckung. Komm. Wir könnten hier Hilfe brauchen. Na los, Nate, komm schon! Was zur Hölle machst du? Nimm das Buch und die Chiffrierdisk! Alles klar. Oh. Los, los! Ich hab keine Munition mehr. Ich muss nach vorne rennen. Nahkampf, los! Nehmt ihre Waffen! Jawohl! So. So ist es gut. Wir haben wieder eine Waffe mit Munition. Weiter geht's. Warte, wir müssen hier jetzt schnell verschwinden. Nein, steht fest, wir müssen uns jetzt hier durchkämpfen. Ja, und ich hätte gerne eine stärkere Pistole. Hier verschwinden, Nate! Lauft einfach weiter, wir finden einen Ausgang! Was war da nach vorne? Da drüben hat einer eine Maschinenpistole. Die müssen wir irgendwie rankommen. Noch schnell da drüber. Dankeschön für die Waffe. Die wird noch sehr hilfreich werden. Weiter geht's. Oh, Mist, shit, die sind überall. Na los, wir müssen weiter. Die lauern hier überall. So ist es gut. Und weiter. Hier drüben nochmal Munition eintüten. Los, Jungs. Wir müssen uns beeilen. Da lang. Immer. Härter hier. Denn hier kommen immer mehr Truppen. Und das ist gar nicht gut. Was folgt mir? Alles klar. Oh. Und das muss ich auch mal so sagen. Die Sturmgewehre sind ganz schön laut. Die rattern aber ordentlich durch. Hey, da ist der Leiter! Na los, Beeilung! Leiter hoch, schnell. Da kommen wir jetzt bestimmt raus. Los, der Ausgang müsste doch jetzt hier irgendwo kommen. Ja, aber davor kommen noch ein paar Feinde. Warten, warten und feuern. Seine Waffe ist leer. Nach vorne vorrücken. Los. Cutter, Vater, wo sind wir? Am Bahnhof North Edward, los. Vielleicht können wir mit einem Zug abhauen. Okay. Das wäre eigentlich eine Idee. Wie ich finde. Aua. Aber nicht, wenn ich hier vermöbelt werde. Weg mit euch. Naja, aber da das ein Bahnhof ist, müsste jetzt hier auch hochgehen irgendwo. Was folgt mir? Ja, hier geht es nach oben. Wir kommen aus dem alten Bahnhof North Edward. Keine Zeit für Erklärungen.
Oh, los, lauft weiter, Jungs. Lauft weiter. Hier wir haben den schnell. Ausgang fast erreicht. Da bin ich mir sicher. Rennt mir einfach hinterher. Mist. Scheiße, wie verdammte Ratten. Na super. Los, Jungs. Macht irgendwie das Tor dort auf. Bevor hier gleich noch mehr hochkommen. Komm schon, geh auf! Los, da los! Los, 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 los! Sagt der Kerl, Bohnen und Speck, oh verdammt, hoffentlich halten es die Hosen aus. Cheers. Auf unseren Erfolg. Oh ja. Kommst du nicht zu uns, Herzchen? Ja. Ja. Die Karte ist der Beweis. Drake ist nicht 6 Monate durch Ostindien gegurkt. Er ist direkt nach Arabien gesegelt. Okay. Aber jetzt wird's interessant. Seht ihr das hier? Das ist John Dees Unterschrift. Wer zum Teufel ist John Dee? John Dee, einer der engsten Berater von Queen Elizabeth. Das weiß doch jeder. Ja, ja, er war Mathematiker und Navigator. Seiner Zeit weit voraus. Er hat das hier wahrscheinlich erfunden. Der stand voll auf okkulten Kram. Und zwar das richtig widerliche Zeug. Er hat alle seine Briefe an die Queen so unterschrieben. Er war ihre Augen. Der erste 007, seht ihr? 007. Ja, Miss Moneypenny. Also, weiß John Dee, der Drake nach Arabien geschickt hat? Ja, sieht ganz so aus. Dee und Elizabeth. Und Walsingham. Toll, aber warum? Das wäre dann die Millionenfrage, was? Hier kommt T.E. Lawrence ins Spiel. Denn bevor Lawrence zu Lawrence von Arabien wurde... Klasse Film. ...war er Archäologe. Schon als Kind war er von Geschichte fasziniert, vor allem von Rittern und den Kreuzzügen. Er ist überall gewesen und hat alle Kreuzritterorte dokumentiert. Hier steht alles drin. Okay, also ich verstehe nur Bahnhof. Was zum Teufel hat das mit Drake zu tun? Wart's doch mal ab. Nach dem Krieg hat Lawrence gesagt, dass er nur nach Arabien zurückkehren würde, um einen Ort namens Atlantis der Wüste zu suchen. Die Legende taucht immer wieder unter verschiedenen Namen auf. Ubar, die verschollene Stadt Iram, die Messingstadt. Die Geschichte ist aber immer dieselbe. Oh, Stadt des grenzenlosen Reichtums. Für ihre Arroganz von Gott zerstört. Für immer vergraben im Sand der Rub-al-Khadi-Wüste. Genau hier. Ja. Also das mit dem grenzenlosen Reichtum klingt gut. Und du meinst, Elizabeth und die haben Drake hingeschickt? Oh ja. Noch wichtiger ist, dass Marlow danach sucht. Also, warte. Wenn Drake von der Queen beauftragt wurde, diesen Ort zu finden, wieso die Geheimhaltung? Es sieht doch so aus, als habe er alles daran gesetzt, sämtliche Funde zu verstecken. Und das sogar vor Ihrer Majestät. Ich weiß nicht. Oh, sorry, was war das? Halt, warte mal einen Moment. Falls du dich erinnerst, als wir das letzte Mal um die halbe Welt gereist sind, um eine verschollene Stadt zu finden, wurde es ziemlich brenzlig. Ja, aber diesmal sind wir im Vorteil. Ich meine, Drake wusste nur die eine Hälfte und Lawrence die andere. Wir wissen alles. Und Marlow weiß gar nichts. Gibt nur ein Problem. Die Rub-al-Khadi-Wüste. 600 Meilen Durchmesser. Sogar die Beduinen laufen außen rum. Und selbst wenn wir wüssten, wo sie ist, was nicht der Fall ist, würden wir sterben, bevor wir sie jetzt finden. Jetzt mal langsam. Seht ihr die Symbole hier? Ja. Sieht Zabäisch aus. Das ist Zabäisch. Genau. Die Kreuzritter haben vor 1000 Jahren nach der gleichen verschollenen Stadt gesucht. Von allen Orten, die Lawrence dokumentiert hat, sind nur 2 mit diesen Symbolen markiert. Einer in Syrien, der andere in Frankreich. Oh. Nein, ihr 2 geht nach Syrien, wir nach Frankreich. Wenn wir diesen Hinweisen folgen, finden wir Lawrence' verschollene Stadt. Das weiß ich. Und was dann? Wie kommen wir durch eine 600 Meilen lange glühend heiße Wüste? Sie liegt in der Mitte der Wüste. Also eigentlich sind's nur 300 Meilen. Oh.
Ach, keine Ahnung, wir kriegen das hin. Kommt Zeit, kommt Rat, ganz einfach, was? Genau. Was sagt ihr? Ach, was soll's? Bin dabei. Oh, wie hast du bloß diesen Gestank ertragen? Ja, man gewöhnt sich dran. Wie an alles. Was zum Teufel ist das? Sag's nicht. Sieht aus, als müssten wir den Rest zu Fuß gehen. Was? Nur du findest selbst mitten in Frankreich noch einen Dschungel. Tja, das ist jedenfalls die richtige Richtung. Das Schloss sollte dort sein. Ist nicht weit. Nur los. Ja. Ist nicht weit? Bei dir weiß man nie, was das heißt. Eine Meile oder 20. Ach, wir verlaufen uns noch wie in Peru. Du willst jetzt über Peru reden? Wirfst du mir das etwa immer noch vor? Ich war 15, Sully. Als ich dich traf, hätte ich wissen müssen, dass ich im Knast lande. Das hast du dir alles selbst eingebracht, mein Junge. Komm hier durch. Da ist er, wie in Lawrence' Notizen. Vertrau mir doch einfach, Sully. Da ist das Schloss. Diese Schlucht war vorhin aber nicht auf der Karte. Scheint ganz neu zu sein. Okay. Komm, wir finden einen anderen Weg. Hey, ist das eine Panflöte? Unser nächstes Ziel. Hier lang. Vorsichtig. Ich weiß nicht, Junge. Sicher, dass wir hier richtig sind? Das ist nicht alt genug für ein Kreuzritterschloss. Sieht nach Renaissance aus. Hast du etwa wieder in meinen Büchern gelesen, Sully? Laut Lawrence wurde das ursprüngliche Schloss im 11. Jahrhundert gebaut. Der Rest kam dann später hinzu. Wenn das mal gut geht. Ja, es ist gut gegangen. Hey, Sully, dein erstes Auto. Oh, Mann. Ein 1927er Orban. Ja, und das, Herr Zauberer? Na, Kunst. Ziemlich kitschig. Der Ritter, dem das Schloss gehörte, Lord Godfrey, kam im 12. Jahrhundert von den Kreuzzügen. Nach Lawrence' Aufzeichnung ist vom Schloss nur der Burgfried und der Garten übrig. Wenn Godfrey etwas aus Arabien mitgebracht hat, müssten wir es hier finden. Ja, aber irgendwie müssen wir erstmal rein. Geht nicht auf. So kommen wir da nicht rein. Ja, das bedeutet dann wohl klettern. Hep. Na, wo geht es hier rein? Ach, dort müssen wir rüberspringen. So, Anlauf und Sprung. Was ist mit dem Fenster über dir? Ich will mich nicht verletzen. Ich glaube, ich sehe schon unseren Eingang. Okay, so. Gut gemacht, Junge. Bin gleich zurück. Ich warte hier. Gut, wir sind drin. Und ich würde sagen, hier machen wir dann jetzt Schluss mit der Folge. In der nächsten Folge machen wir dann hier in dem Schloss weiter. Schaltet da gerne wieder ein. Und ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.